Jetzt habe ich den Ball da oben ignoriert. Na gut, egal. War nichts Besonderes. Aber wir sind ja auch gleich da, wo wir hinwollen. Das ist viel wichtiger. Ball. Blut. Wow! Was bist du? Eine Riesenkrabbe. Ich will's haben. Das ist unsere Quest. Ah, müssen wir es besiegen? Woher soll ich denn das wissen? Hallo. Komm mal runter. Gehen wir von oben irgendwie runter auf ihn drauf oder so? Ich gehe hier mal den Pfad lang. Weggerannt. Ja, von hier kommt man da hin. Huch! Da ist das Vieh. Oh, Junge, Junge, Junge. Klipp, 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 klipp. Klippe, Herrscher der Steinklippe. Okay. Kein Level. Jetzt habe ich natürlich... Versuch's mal erstmal mit Hypnose. Natürlich komplett das falsche... Sehr effektiv. Oh. Kampf. Klippe versucht Zertrümmerer auf Alpollo. Oh, wie süß. Also Nebula könnte ganz gut sein. Vielleicht. Kann ich es verbrennen? Och Gottchen. Och Gottchen. Ui. Ist abgehauen. Wie? Muss ich jetzt hinterher? Ja, ich muss hinterherlaufen. Wenn du auf einen bestimmten HP-Pool hast, läuft es einmal weg. Hey? Quatsch! Wutpanzer von Klippe wirkt. Ui. Alter. Dululululu. Er schafft es aber, glaube ich, gar nicht mehr wegzurennen. Was, Rückentzug? Ich kann nicht mehr fliehen. Ja, ich will doch auch gar nicht fliehen. Ah, okay. Ich krieg ihn dann... Okay, dann ist meine Attacke einfach nicht so effektiv. Ich spring einfach auf dich drauf. Was machst du dann? Was denn? Siehst du gleich. Nicht spoilern. Mach doch die Steine kaputt, Buddy. Ist etwas. Du hast das Herrscher-Pokémon also gefunden. Das ist also der Herrscher der Steinklippe. Der ist ja gigantisch. Ob das Gewürz ihn stärker gemacht hat? Cat, pass auf! Und er hängt da oben an der Wand. Er leuchtet. Warum bist du jetzt wieder full life? Bist du doof? Ja, weil er was gegessen hat. Ja und? Kein Grund, wieder full life zu sein. Sieht gar nicht gut aus. Los, Murschas, wir servieren eine ordentliche Portion Ohrfeigen. Oh, ich mag diesen Pepper nicht. Ich bin drauf und dran, seinen Muschas dran zu greifen. Was macht die Krabbe schon? Magma erscheint. Oh. Ich möchte ein Magma. Das ist sehr effektiv. Aber schön, dass Klippe der Herrscher der Steinklippe ist. Ja, schon, ne? Nicht absichtlich gemacht. Nein, nein, nein. Oh. Wutpanzer, 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 Wutpanzer. Mach das doch schneller. Genau, Hommers Muschas kaputt. Keiner braucht das Muschas.
kaputt. Du besiegst das Herrscher-Pokémon Klibbe. Prima. Sprungfeder? Auch nö. Bin ich 31, komme über den Namen Mushas immer noch nicht hinweg, ohne wie ein Teenie zu kichern. Ein bisschen. Sehr gut, Cat. Tolle Arbeit. Diese Herrscher-Pokémon können einem ganz schön Angst machen, wenn sie wütend werden. Ich will auch in die Höhle. Da drin gibt es bestimmt noch mehr von dem Geheimgewürz, das es eben gefressen hat. Lass uns fix nachschauen, bevor es zurückkommt. Wo soll es zurückkommen? Wir haben es besiegt. Junge, Junge. My first guess ist übrigens, Pepper ist der Böse. Hm. Es ist ziemlich so dunkel, also pass auf, wo du Endgegner oder so. Ja, keine Ahnung. Ist ein Wild Guess, aber... Ah. War einfach nur aus Prinzip, weil du ihn nicht magst. Ja. Und weil er da beim Eingespräch in der Akademie sowas angedeutet hat. Okay. Genauso sah das Geheimgewürz in dem Buch aus. Ihr findet einen Stängel süßes Geheimgewürz. Das ist ja süß. Boah, Wahnsinn. Das habe ich nur dir zu verdanken, Cat. Ja, ich raste aus. Mal sehen, was das Buch dazu sagt. Süßes Geheimgewürz ist gut für einen gesunden Magen und hilft bei der Verdauung. Es wirkt hervorragend gegen Bauchschmerzen und Appetitlosigkeit. Wenn ich es ihm doch nur sofort geben könnte. Wem? Dann ist's jetzt wohl an der Zeit, dir zu beweisen, was ich drauf habe. Ran ans Schneidebrett. Mhm. Ja, das hier so. Und dann das dazu. Sorry, dass du warten musstest. Hier hast du ein kräftig gewürztes Sandwich nach Peppers Art. Und als Dank dafür, dass du das Herrscher-Pokémon besiegt hast, kriegst du einen Orden von mir. Das Design habe ich mir von den Arena-Orden abgeschaut. Herrscher der Steinklippe bezwungen, der Pfad der Legenden. Ah, ja. Ja! Was ist denn mit diesem Ding los? Es kommt von selbst aus seinem Pokéball? Es möchte auch ein Sandwich. Oh, ich wette, jetzt können wir hier Klippen hochklettern. Pass auf, das Vieh frisst jetzt das Sandwich und dann erlernt es eine neue Fähigkeit. Wette ich. Gru, möchtest du Koraida und ein Sandwich geben? Ja, klar. Mampfschling? Ah, das hatte ich doch extra für dich gemacht. Von mir kriegst du aber nichts ab. Ach Mensch, das sieht ja so aus, als wäre ich hier der Buhmann. Dann bekommst du eben die Hälfte von meinem. Lass es dir wenigstens schmecken. Wah, wah! Huch, hast du etwa schon aufgegessen? Agua! Hat die Reittechnik Sprint erlernt. Täusche ich mich oder ist es gerade irgendwie stärker geworden? Agua! Wow, echt jetzt? Die Kraft dieser Gewürze ist wirklich der Hammer. Wenn sie auch solche Effekte haben, dann... dann können sie sicher auch von Nutzen für unsere Schatzsuche sein. Ja, ganz bestimmt. So, nach diesem Geheim-Sandwich bin ich erstmal richtig satt. Jetzt nur noch alles aufräumen. Nee, du brauchst nicht zu helfen. Du bist sicher platt vom Kampf gegen das Herrscher-Pokémon. Ruh dich lieber aus. Überlass das hier mir und fang lieber schon mal damit an, die restlichen 4 Gewürze zu suchen. Bin dir echt dankbar. Okay, sie sind weg. Hä? Du kannst jetzt rauskommen? Wer kann jetzt rauskommen? Ich sag ja, mein Guess ist richtig. Er hat ja ein Pokémon rausgeholt. Wie Hammer wäre das einfach, wenn er jetzt im Prinzip dein Pokémon hat und bei dir halt meins. Stimmt.
Hallo, Kate, hier spricht Antikia. Koraidon scheint einen Teil seiner ursprünglichen Kraft wiedererlangt zu haben. Offenbar kann es jetzt noch stärker beschleunigen, während du auf ihm reitest. Drückst du auf den linken Stick, kann Koraidon nun sprinten. Wenn es während eines Sprints gegen einen Baum stößt, ist es möglich, dass ein Pokémon herabfällt und dich in einen Kampf verwickelt. Ich hoffe, dass du die Paldea-Region zusammen mit Koraidon noch weiter erkunden wirst. Vergesst auf eurem gemeinsamen Abenteuer nicht, dass du dabei keiner festgelegten Route folgen musst. Der Weg liegt allein in deiner Hand. Behalte einfach die Karte im Blick und wähle ein Ziel, das dir beliebt. Lass dich dabei ruhig von deiner Neugier leiten. Ja, unsere Neugier. Durch die erreichen wir ja so viel. Ich wollte gerade sagen, das ist nicht gut. Nee. Ihr zwei werdet auf eurer Reise mit Sicherheit viele Erfahrungen sammeln und daran wachsen. Ja. Ich vertraue darauf, dass du dich auch weiterhin gut um Koraidon kümmerst. Dann kann ich jetzt zurück in die Höhle? Ich habe gerade schon überlebt. Guck mal, da oben ist so, jetzt... Das Pendant zu Antikia von dir ist übrigens bei mir Futurus. Okay. Ich habe mal die Pflanzenarena als nächsten Zielort für uns festgelegt. Ne, können wir nicht wieder rein. Man kann da nicht wieder rein. Wow, fast so eine Krabbe gelaufen. Jawoll, dieser Reitspeed. Ich bin auch auf Schatzsuche. Euch jüngeren Schülern stehe ich in nichts nach. So. Okay. Akademieschülerin Emiliana. Das ist eine Schülerin? Ich hätte gedacht, ich hätte den jetzt für einen Kerl gehalten. Ja. Ja, gut. Ein Nebulak. Ja gut, Nebulak gegen Alpolle. Oh, besiegt. Tschüss. Armworks. Oh. Hat er überlebt? Ich raste aus. Ich stehe euch in nichts nach. Ich habe aber nur zwei Pokémon. Du wirst deinen Schatz gewiss finden. Ja. Item. Ja, wie gesagt, bei sowas fände ich es cool, wenn es ein Doppelkampf wäre. Ja. Wenn man schon zu zweit spielt, weil dann muss der eine nicht auf den anderen warten. Ein Fukano. Genau, ein Fukano. Mein Fukano. Eigentlich suche ich ja einen Hundester. Aber Hundester ist das nächste in meiner Liste. Was für eine Liste? Ich versuche einen Datadex von oben nach unten abzuarbeiten, aber ich habe halt noch keinen Hundester. Scheiße. Naja, weil ich sie dann gleich richtig geordnet in die Box tun kann. Sonst muss ich halt irgendwann die Box nochmal sortieren, da habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf, aber... So ein Schnellordner-System für die Box wäre noch cool, ne? So. Sortier direkt nach Nummer. Ja. So, ich bin jetzt auch mit dem Kampf fertig. Meins Fukano! Dann muss ich dich erstmal finden. Bist du geradeaus Richtung Pokécenter oder den Weg lang? Ich bin den Weg lang. Ah, da bist du. Hier ist noch ein Ball links. Oh, Fukano, Welpen-Pokémon. Es ist von Natur aus tapfer und vertrauenswürdig und scheut auch vor Gegnern nicht zurück, die größer und stärker sind als es selbst. Habe ich einen Fukano gefangen?
Oh, hier ist noch ein Trainer. Und noch eine Münze. Wo bist du denn jetzt lang? Überhaupt. Weiß ich nicht. Oh, das ist gut. Hab ich verlaufen. Ja, jetzt bin ich da. Hier also, ist alles wie immer. Perfekt. Das Vulcano nehme ich. Einmal abschlecken. Oh, das kriegt sogar zweimal abschlecken. Natürlich ist das zweite Mal ein Volltreffer, so dass ich es besiege. Natürlich. Noch ein Pokéball, eine Münze auf dem Schild, dann noch die Trainerin hier. Und dann brauche ich noch einen Vulcano. Trainer habe ich gerade auch platt gemacht. Mega Block. Oh, wo kommst denn du jetzt her? Du Reh. Oh, können die aufhören mit ihren scheiß Rehen-Pokémon? Ich habe Apollo als erstes. Nein, können sie nicht. Es wäre ja langweilig. Jetzt muss ich hier noch ein bisschen rumfahren, bis ich das nächste Vulcano finde. Erkundest du die Klippen? Ja. Statt zum Pokémon Center zu fahren? Ja, da unten war noch ein Ball. Ja, ich verstehe das. Oh, ich komme aber auf die Klippe da oben nicht hoch. Da! Geh weg! Oh, was bist du? Erstmal reinfahren. Oriogel. Dann wirst du jetzt ein Koriogel. Diesmal erinnere ich mich dran, wenn ich es jetzt fange. Oh! Das war aber frech. War aber frech. Doch mal. Für wen hältst du dich? Vulcano gefunden. Hast du es auch gefangen? Ja, noch nicht. Wird erstmal abgeschleckt, dann eingeschleckt und dann kommt ein Ball. Das ist mein Vogel gevolltreffert. Der Vogel den Vogel gevolltreffert? Ja. Macht der andere Vogel erstmal Bubu. Kannst du einen Sesokitz fangen? Nee, wo ich sehe. Ich möchte aber keinen Sesokitz. Jetzt, Alter! Für wen hältst du dich?
was ganz Besonderes, wa? Mhm. Hartnäckig war's. Aber ich hab's doch gefangen. Das heißt jetzt Ray. Ray? Heißt du Ray? In-game heiße ich Ray. Ach. Es ist in Paldea überaus beliebt, da sein feuriger Tanzstil gut zum Temperament der Bewohner zu passen scheint. Mit A, ne? Oder mit E? A. Sei. Nummer 100. So. Bin auch gleich beim Pokécenter. Das ist gut. Achso, ich kann ja jetzt sprinten. Ja. Viel besser. Oh, auf dem Dach hier ist ein Pokéball. Was für ein Dach? Da, wo du gerade drunter standest. Ach, stimmt, ich sehe. Komme ich aber nicht drauf. Gibt bestimmt dann noch irgendwie ein Upgrade-Doppelsprung oder so.